Warten gerade noch ein paar Sekunden, bis sich die Teilnehmerzahlen stabilisieren. Gut, ich glaube, wir können einfach mal beginnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie im Namen der Reinhard-Meyer-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Web-Talk zu die Netflixisierung von Politik. Mein Name ist Melanie Kögler und ich bin Kommunikationsreferentin im Landesbüro Baden-Württemberg der beiden liberalen Stiftungen. Da einige von Ihnen vielleicht noch nicht bei einer von unseren Veranstaltungen waren, erlaube ich mir ein paar kurze Worte zu unserer Arbeit. Die heutige Veranstaltung ist eine von etwa 300 Diskussionen, Vorträgen, Lesungen und Trainings zu ganz unterschiedlichen Themen, die wir jährlich zur politischen Erwachsenenbildung anbieten. Momentan natürlich ausschließlich online, aber sobald es wieder möglich ist, auch in Präsenz. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Politserien unsere Wahrnehmung und vielleicht sogar unsere politischen Entscheidungen beeinflussen können. Streamingdienste sind aktuell so erfolgreich wie noch nie, nicht erst seit dem Lockdown. In einigen Altersklassen haben Netflix, Amazon Prime und Co. das klassische Fernsehen quasi komplett abgelöst. Angebot und die Vielfalt wachsen stetig. Sehr beliebt sind Serien, in denen politische Inhalte, Themen und Akteure eine zentrale Rolle spielen. Also zum Beispiel House of Cards, Scandal, Homeland, The West Wing oder viele weitere. Das sind letztlich Unterhaltungsformate, aber die Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwimmt sehr leicht, weil in vielen Fällen eben auch reale Ereignisse oder Personen zumindest angedeutet werden. Werden in den Serien und natürlich auch in entsprechenden Filmen bestimmte Politikbilder und ein scheinbarer Blick hinter die Kulissen vermittelt. Und nicht selten stehen Manipulationen, Lügen und Korruption im Zentrum der Handlung. Wir wollen uns vor diesem Hintergrund heute mit der Frage beschäftigen, welchen Einfluss Politserien auf unsere Wahrnehmung von Politik haben. Also welche Bilder von Politik und von Politikern werden transportiert? Trennen die Bürgerinnen und Bürger strikt zwischen der medialen Darstellung und der Realität oder werden zumindest unbewusst bestimmte Aspekte auch übertragen und man glaubt dann, dass einfach Politiker alle korrupt sind. Ich möchte Ihnen dazu kurz unsere Gäste vorstellen. Markus Kleiner ist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der SRH Hochschule Berlin und leitet dort den Masterstudiengang Medien und Kommunikation. Er ist außerdem freiberuflich als Medienberater, Projekt- und Eventmanager, Moderator und Hörspielautor tätig. Im vergangenen Oktober erschien sein Buch Streamland, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen, indem er sich mit der Frage beschäftigt, wie die Algorithmen der Streaming-Anbieter unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit beeinflussen können. Valentin Abel hat Betriebswirtschaftslehre studiert und ist seit 5 Jahren in der Halbleiterindustrie tätig. Er ist seit 2017 Vorsitzender der Jungen Liberalen Baden-Württemberg und kandidiert als deren Spitzenkandidat 2021 für den Deutschen Bundestag. Abel ist begeisterter Streaming-Nutzer und hat seit 2014 auch einen Netflix-Account, also wie schon sehr lange. Moderieren wird die heutige Veranstaltung Simone Passe. Sie hat unter anderem Politikwissenschaften studiert und ist Journalistin mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Medien und New Work und schreibt als freie Autorin für verschiedene Fach- und Online-Medien. Außerdem ist sie im Netzwerk Digital Media Women sehr aktiv. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben während der Veranstaltung natürlich auch die Möglichkeit mitzudiskutieren und Ihre Fragen zu stellen. Dafür steht Ihnen die F&A-Funktion am unteren Bildschirmrand zur Verfügung. Wir freuen uns auch, wenn Sie sich aktiv einbringen. Wenn es sehr viele Fragen sind, kann es natürlich sein, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Bevor wir inhaltlich loslegen, würden wir gerne eine kleine Umfrage einschieben zu Beginn, damit wir ein bisschen mehr über Sie erfahren und einschätzen können, ob Sie Politikserien schauen und wenn ja, was Sie für ein Gefühl haben, also ob diese Serien uns wirklich unbewusst beeinflussen oder nicht. Die Abstimmung an sich ist anonym, also wir sehen nicht, für was Sie gestimmt haben. Wir würden nur dann das Endergebnis teilen. Und ich würde jetzt mal die Umfrage starten. Genau. Ich gebe Ihnen jetzt einfach mal 1-2 Minuten, dass Sie sich die ersten beiden Fragen anschauen und
abstimmen können. Also 80% haben schon abgestimmt. Wir würden vielleicht noch ein paar Sekunden warten, bis die Rest noch ein paar weiter abstimmen, bis sich dann die Zahlen auch nicht mehr groß verändern. Ja, kommt immer noch was. Gibt noch so 2, 3 Sekunden. Also wenn Sie jetzt gerade noch abstimmen, dann kommen Sie gerne zum Ende. Genau, es wird jetzt einfach mal beenden und auch die Resultate freigeben. Also es doch sind relativ viele auch, die wirklich regelmäßig auch Politikserien sehen oder gesehen haben. Also mehr als die Hälfte sehen es regelmäßig oder haben es oft gesehen. Und ja, interessant ist natürlich auch die Aufteilung, wie viele das Gefühl haben, sie sind kritischer geworden durch die Politikserien und wie viele der Meinung sind, es hat nichts mit der Realität zu tun. Frau Fasser, mit den Ergebnissen würde ich einfach mal an Sie übergeben und Ihnen, liebe Zuschauer, einen schönen Abend wünschen und viel Spaß bei der Diskussion. Prima, vielen Dank, Frau Kögler. Ja, spannende Ergebnisse. Das heißt, wir können auch so ein bisschen darauf aufbauen, dass Sie die Serien, über die wir hier reden, beispielhaft auch kennen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem ja, winterlichen Abend, wo Sie wahrscheinlich sonst auch beim Streamingdienst gelandet wären. Wir sind sehr froh, dass Sie uns hier zuschauen und wir wollen Sie heute so ein bisschen sensibilisieren und so ein bisschen aufmerksam machen, ja, was diese Serien vielleicht mit unserer Wahrnehmung von Politik tun. Und ich habe mal ein paar Zitate herausgesucht, und zwar zum einen von Brigitte Nyborg, den kundigen Borgen-Fans wird es auf jeden Fall etwas sagen. Die erste ja, weibliche Präsidentschaftskandidatin bzw. Präsidentin und die dann an die Macht kommt, aber noch sehr, sehr idealistisch ist. Und in der Pilotfolge sagt sie bei der Möglichkeit, ihren Kontrahenten zu erpressen, sagt sie dann zu ihrem Spin-Doktor, ich könnte mir nie wieder in die Augen schauen, wenn ich so an die Macht käme. Und der Spin-Doktor sagt dann, dann bezweifle ich, dass du je an die Macht kommst. Und ich glaube, das sagt sehr viel darüber aus, wie so das Bild gezeichnet wird. Und Borgen ist ja noch eine dänische Serie, die ein bisschen harmloser ist im Vergleich zu House of Cards. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. 2013 sind Claire Underwood und Frank Underwood bei uns zu Hause eingezogen. Und wir haben wirklich diese Serie sehr, sehr gerne konsumiert und sehr, sehr gerne geschaut. Und als dann Herr Trump an die Macht kam, wussten wir, okay, die Realität kann dann doch noch mal ein bisschen die Fiktion überholen. Genau. Herr Abel, Sie sind Politiker und Netflix-Fan. Wie machthungrig würden Sie sich sehen und bezeichnen? Also ich glaube, so ein Frank Underwood steckt dann doch nicht in mir. Aber ganz klar ist natürlich, dass House of Cards als die Politikserie schlechthin, zumindest wenn man nach Quoten geht, beziehungsweise Streaming abrufen, hier doch schon eindeutig ein Bild geprägt hat des Politikers, der über Leichen geht. Sie haben es gerade schon erwähnt, es gibt immer so diesen schönen Widerstreit bei vielen dieser Serien zwischen Idealismus auf der einen Seite und Pragmatismus auf der anderen Seite. House of Cards ist da eine sehr pragmatische Serie, wo es mit Idealismus seitens des Hauptdarstellers auch nicht weit hin ist. Persönlich muss ich sagen, nach 6 oder 7 Jahren wirklich aktiv in der Politik auf verschiedenen Ebenen,
ganz so schlimm ist die Realität dann doch nicht. Aber man muss schon sagen, es gibt so Leute, die zumindest Ansätze dieses Machthungers zeigen. Ob das dann immer so diabolisch umgesetzt ist und auch so professionell und zielführend umgesetzt ist, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Es kam gleich schon die erste Zuschauerfrage, die auch mir hier als erstes auf meinen Unterlagen steht. Das ist ja doch alles sehr amerikanisch geprägt. Und gerade House of Cards hat ja tatsächlich etwas im Filmgeschäft verändert. Ja, Markus Kleiner, wie sieht es aus? Warum kommt das ausgerechnet aus Amerika? Und warum ist das auch so anders als Format und ist da wirklich ein neues Genre entstanden? Also Politik und Entertainment sind in Amerika selbstverständlich. Politik ist immer eine Form von Inszenierung, eine Form auch von Unterhaltung, eine Form von Streitkultur, ein großes Tohuwabohu. Insofern liegt es sehr nahe, dass US-amerikanische Produzentinnen eben auch die großen Themen der Welt, nicht nur die Liebe, also Cry Me a River, Titanic, wir sterben, wir leiden, wir lieben und so weiter, aufgreifen, sondern dass sie auch die Politik aufgreifen. Und wenn wir hinschauen, worum geht es in der Politik? In der Politik geht es erstmal nicht um den Menschen, es geht um die Macht. Also ein Land zu regieren mit der Überzeugung von Ideen, die ich habe, mit denen ich politisch groß geworden bin, die ich sozusagen darin gut geeignet sehe, eine Gesellschaft zu formen, zu bestimmen, zu begleiten, zu stützen, zu stärken. Und insofern ist dieses Machtinteresse etwas, was wunderbar zu Hollywood-Erzählungen passt, zu US-amerikanischen Filmnarrationen passt, aber eben in der Form, dass es ein Thema ist, was überall auf der Welt gleichermaßen eine Rolle spielt. Politik heißt es, politische Macht zu erlangen. Und was müssen Akteure, Politikerinnen tun, um politisch an die Macht zu kommen? Und das ist sozusagen eine große Erzählung, die wir überall auf der Welt wiedererkennen, wenn wir unsere Gesellschaft, unser Land, unser politisches System anschauen. Und das ist ja auch erstmal nichts, was verwerflich ist. Wenn es um Intimität geht, ist Liebe unser Systemimperativ. Wenn es Politik ist, ist es Macht und bei der Wirtschaft ist es das Geld. Man kann also die Welt relativ leicht fokussieren auf so Leitimperative, worum es geht. Und das ist natürlich interessant, weil wir das nicht nur kennen, dass es Politikerinnen um Macht geht, sondern wir haben bestimmte Vorurteile, ohne wirklich einen Einblick oft in politische Prozesse zu haben. Denn die wenigsten von uns wissen, was es heißt, politisch aktiv zu sein, im Landtag zu sein, im Parlament zu sein, politisch zu arbeiten, was die Aufgaben von Politikerinnen sind, was sie sozusagen, mit wem sie vernetzt sind, wie sie sich aufstellen müssen, mit wem sie interagieren müssen, das wissen wir nicht. Und wir kriegen das meist aus Medienerzählungen präsentiert. Und die prägen dann durchaus schon unser Bild auf ein System, was relativ geschlossen ist, wenn man sozusagen sich nicht mit der Politik auskennt und im wirklich politischen Handeln auskennt. Und insofern ist es natürlich geneigt dafür, starke Thesen zu haben, starke Figuren zu haben, auch mal Angst zu erzeugen, wenn man sich über Leute ärgert. Oder wie bei Underwood, wo dann sagt, der ist so machthungrig, Frank Underwood, ja. Der ist so zynisch, der ist so kalt. Der geht tatsächlich über Leichen. Im wahrsten Sinne, gell? Historisch. Ja, genau. Und das prägt schon unser Bild. Und insofern finde ich das relativ anschlussfähig, auch eine US-amerikanische Erzählung für auch Deutschland und für das Verstehen der deutschen Politik mit anderen Vorzeichen. Das Thema der Angst und der Politik, vielleicht das als letzter Satz, das hat ja nicht nur Trump kultiviert, damit ist die AfD politisch erfolgreich geworden, indem sie eine Angstkultur kultiviert haben und die auch medial gespielt haben, als ob sie in einer Serie spielen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, welche Akteurinnen der AfD mir einfallen würden, um House of Cards für Deutschland zu spielen. Um Gottes Willen, ja, das wollten wir gerne verhindern. Dazu kommen wir auch noch später, was wir vielleicht in Deutschland daraus machen können. Hier kam gerade die richtige Anmerkung aus dem Publikum, dass das ja auch ursprünglich eine britische Vorlage ist bei House of Cards und dann angepasst wurde etc. Aber so tief wollen wir jetzt gar nicht gehen. Aber was ja schon auffällt, ist ja doch, dass dieses amerikanische Bild immer so was Glamouröses, etwas Stilisiertes, so wirklich etwas von Bühne hat. So. Und wenn man dann deutsche Serien anschaut, es gibt ja zum Beispiel diese bayerische Serie Hinderfing, die auch sehr gute Kritiken bekommen hat, weil sie sehr, sehr genau hinschaut, aber dann wirklich auch den deutschen Politikbetrieb zeigt in einer ganz kleinen lokalen Ecke. Und es wirkt eher, eher tollpatschig und eher, ja,
so ein bisschen, oh mein Gott, ja, so was versucht er da? Was versuchen da die Deutschen? Warum ist dieses Bild so anders in Deutschland und ärgert Sie das manchmal, Herr Abel? Also ich glaube, es hängt schon mal ganz viel damit zusammen, welche Wahlsysteme dem zugrunde liegen. Und Herr Kleinert hat es gerade schon gesagt, in USA ist Politik Showbusiness. Und ein Grund, warum es Showbusiness ist, ist, dass es sehr, sehr stark personifiziert ist. Die Parteien, wie sie in einer parlamentarischen Demokratie wie in Deutschland eine Rolle spielen, spielen in den USA nicht die große Rolle. Auch Programmatik, auch Inhalte werden jetzt nicht irgendwie in Gremien der Demokraten oder der Republikaner gemacht, sondern das sind wirklich Personen, die dafür stehen, die dann gewählt werden, und deswegen ist die Inszenierung der Person. Ja, wir haben so ein bisschen technische Probleme. Erst war nur das Bild eingefroren, jetzt haben wir leider auch den Ton verloren. Der Herr Abel wird sich sicherlich wieder reinwählen. Genau, Markus, hast du da vielleicht auch eine Anmerkung, dass du ergänzen könntest? Ja, um das aufzugreifen, weil die Perspektive war natürlich sehr spannend. Wir haben eine Personenpolitik, die in Amerika eine sehr große Rolle spielt. Diese Personifizierung, das ist das ganze politische Programm, das Parteiprogramm, ist eine Person, ja. Und wenn man mal schaut, Donald Trump war nicht die Partei, Donald Trump war nicht Amerika, war nicht sozusagen das Verständnis von Demokratie. Es war eine ganz spezielle Perspektive, aber wir haben die Wahrnehmung bekommen. Und das war auch, darüber reden wir später, Herr Abel ist zurück, da kann ich sofort das Wort zurückgeben. Wurden da leider unterbrochen, aber Herr Kleiner hat super übernommen. Nur ein halbes Dank. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Nein, aber um das noch zu sagen, und da haben wir natürlich das Problem, was wir auch mit Medien haben. In Deutschland wurde über Trump gesprochen. Und immer über Trump und nicht über die Partei und über das, was wirklich gelaufen ist und über die vielfältigen Reaktionen. Und so kriegte man ein Bild, ja, Amerika ist Trump, die amerikanische Politik ist Trump und es war mal Obama, es war mal gut, jetzt ist es ganz schlecht. Und es geht halt nur zwischen Schwarz und Weiß. Ja, es gibt da nur zwei Personen, das ist so wie der Heldenmythos im Western, die Cowboys, High Noon. Dann wird halt das Colt gezogen und einer wird gewinnen und im Western sind es mal die Bösen. Aber Herr Abel, ich habe Sie unterbrochen und ich mache mich nicht dumm. Genau, Herr Abel ist wieder da. Vielen Dank für die Übernahme, während ich gerade technische Probleme hatte. Ja, es ist tatsächlich so ein Punkt. In den USA hängt es ganz massiv an der Person und wir haben als Europäer da so einen kleinen Einblick bekommen, wie Politiksysteme laufen. Da muss man gar nicht an Trump denken. Ich denke da zurück an vor circa 2 Jahren die Debatten, als John Bercow in Westminster Order geschrien hat. Das ist halt so dieses klassische Beispiel einer Westminster-Demokratie mit einem starken Fokus auf einzelnen Personen, mit einer starken Debattenkultur. In Deutschland hat sich ein anderes Politiksystem herausgebildet, eins, das viel stärker von der Breite getragen ist, von Gremienarbeit, von Ausschussarbeit. Das ist sicherlich sehr interessant, aber ich glaube, Hollywood hat da bislang noch nicht den Draht dazu gefunden, auch weil es halt kein amerikanisches Konzept ist. Ein Stück weit der bayerischen Verfilmung, die ich jetzt gerade noch nicht gesehen habe, die Sie vorhin erwähnt hatten, dass hier halt wirklich geschaut wird, das Ganze eher auf ein kontinentaleuropäisches Format rüberzubringen, das natürlich den Regisseur und auch den Drehbuchautoren vor ganz andere Herausforderungen stellt, weil ich halt nicht den Helden oder den Anti-Helden in den Mittelpunkt stellen kann, sondern ich stelle ihn da als Teil eines Räderwerks, das mit unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen interagiert, aber das Politik nicht alleine durchsetzen kann. Im Kontrast dazu sehen wir bei House of Cards zum Beispiel den machthungrigen Frank Underwood oder genauso auch ein komplett anderer Ansatz, aber doch ähnlich in der Grundherangehensweise bei Designated Survivor, wo halt auch ein Held erstellt wird, der zwar gar nichts mit Politik zu tun hat, außer dass er Wohnungsbauminister ist, aber der halt wirklich einen anderen Typus verkörpert. Das unterscheidet sich doch recht stark von dem Politikalltag hier. Ich würde nicht sagen, dass es bei uns langweiliger ist, aber es ist in der Umsetzung für Hollywood sicherlich nicht ganz so einfach. Wie hat sich denn da auch die Serienlandschaft nochmal verändert?
Herr Abel, Sie sind ja langjähriger Netflix-Zuschauer. Haben Sie da eine andere Wahrnehmung inzwischen dann auch bekommen? Oder haben Sie auch das Gefühl, dass sich da die Machart der Serien nochmal verändert hat oder die einzelnen Staffeln? Also ich habe schon das Gefühl, dass es Serien gibt, die sich sozusagen treu geblieben sind, die einen klaren Fokus hatten und den mehr oder weniger verfolgt hatten. Das war zum Beispiel gerade beim Anfang von House of Cards so, als die Serie noch etwas erfolgreicher war mit Kevin Spacey, dass hier wirklich die Person in den Vordergrund gestellt wurde, dass die Intrigen, die Machtspielchen in den Vordergrund gestellt worden sind. Man hat aber umgekehrt auch Serien gehabt, wo man so ein bisschen einen Bruch in der Logik sehen konnte, beziehungsweise den Versuch der Drehbuchautoren und Autorinnen, einen neuen Spin reinzukriegen. Da finde ich Designated Survivor ein ganz interessantes Beispiel. Da hat man beinahe eine Action-Serie in der ersten Staffel mit einer Verschwörung in den höchsten Kreisen der Regierung. Fast die komplette politische Elite ist tot. Man hat diesen Aufbruchsgeist, der da wieder rauskommt, was Neues aufzubauen. Und dann in der zweiten Staffel und dann auch in der dritten, als es dann schon Richtung Absetzung ging, hat man dann, glaube ich, schon probiert, so das politische Alltagsgeschehen reinzubringen. Mhm. Hier mal ein Feuer, das gelöscht werden muss, da mal irgendeine Verhandlung an langen Tischen. Und man hat gemerkt, die Leute wollten das nicht sehen. Also was man jetzt daraus nehmen kann, ist sehr interessant. Man könnte jetzt natürlich daraus schließen, dass solche Konzepte in den USA nicht ankommen. Ähnliche Konzepte in Europa, wie zum Beispiel Borgen, laufen hier mit recht gutem Erfolg. Und man kann schon sagen, dass die Serien hier durchaus sich ausprobieren, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg. Mhm. Markus, wie siehst du das? Wie siehst du da die Entwicklung? Also erstmal können wir in Deutschland Politik nicht aus der Perspektive von Leadership betrachten. Führerschaft und Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg etwas, was wir politisch nicht zusammensetzen können. Das ist sozusagen der Trumpismus, wäre kein nichts, was in Deutschland denkbar wäre, weder realpolitisch noch in der Fiktionalisierung. Ja, deshalb ist sozusagen auch die Personen, also Personenpolitik haben wir, ja, das sozusagen CDU. Also, ich wollte sagen, das kam auch hier eben im Chat, dass so ein Kohl oder ein Strauß, ja, ich meine, die haben sich ja doch schon sehr in Szene gesetzt, wahrscheinlich ohne, dass sie es richtig vorhatten. Genau, aber sie waren halt, sie waren eben keine glamourösen Typen, sie waren Gegenstand der Satire, auch Trump war natürlich Gegenstand der Satire, aber dieses auch, ich meine, wenn man an Ronald Reagan denkt und so weiter, das war auch kein glamouröser Typ, er war ein schlechter Schauspieler, der dann sozusagen vom Schauspiel in eine schlechte Politik gegangen ist und das sozusagen also seine Fortführung geliefert hat. Aber ich glaube, dass dieses ganz starke Prinzip, du musst halt über Personen und deren innerpsychische Struktur, also dass sie so machthungrig sind, dass sie zynisch sind, dass sie kalt sind und so weiter, muss man eine Figur ausgestalten und einen Plot entwickeln, der das Gleiche spiegelt. Der muss reduziert sein auf Crime. Also Politikserie ist vor allem eine Crime-Serie. Das ist keine, die das realpolitische Geschehen darstellt. Sie muss Spannung erzeugen, sie muss Angst machen. Sie will aber auch Vorurteile mal bestätigen oder mal hinterfragen und problematisieren. Aber sie muss spannungsvoll sein und darf nicht nüchtern sein. Und das ist etwas, was wir sozusagen in Deutschland überhaupt nicht so nachbilden. Vor allem eben auch nicht, weil wir wissen, dass Unterhaltung und Politik immer ein sehr zweischneidiges Schwert sind und dass die Entertainisierung von Politik, die Inszenierung von Politik und so weiter sehr, sehr, sehr schwierig ist. Wir haben das immer bei, extremistischen Parteien vor allem gehabt, also dass der Personenkult aus einer Vergangenheit hervorgerufen worden ist, um sich selbst darzustellen. Das ist das eine. Wir haben das andere eben, Realpolitik überfordert jeden Normalbürger. Also wirklich zu wissen, was ist denn die Gremienarbeit? Was ist das Klein-Klein? Was sind stundenlange, nächtelange Diskussionen? Wie kommen Gesichtsentwürfe? Ja, vielleicht ist es doch ein Filmstoff, aber das muss man schon geschickt aufbereiten. Das muss man wollen und aushalten können, weil man möchte, dass Politik dann auf der Ebene unterhält und etwas mit mir zu tun hat, aber meine Angst, meine Vorurteile auslöst, meine Spannung erzeugt und so weiter. Und das ist das Spannende bei House of Cards, was kaum eine sehr andere Politikserie macht, das Durchbrechen der sogenannten vierten Wand. Frank Underwood spricht immer die Zuschauerinnen an, adressiert die Zuschauerinnen. Und warum ist das wichtig? Weil er sie dadurch zu Komplizinnen macht.
Er macht sie zu Komplizen, weil die mehr wissen als die Figuren, die auch noch in der Serie eine Rolle spielen. Und sie werden dann zu Verbündeten von Frank Underwood. Oder was wäre die Reaktion? Sozusagen abschalten, aussteigen? Was wäre die Reaktion? Ja, genau. Mhm. Das haben wir ganz selten. Also diese Verkumpelung zwischen den Serienpolitikerin und den Zuschauern, ja. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir es so, dass die Serien je nach Zeitgeist auch angepasst werden. Also hat man stark populistische Seiten, spielen diese Themen eine Rolle. Bei Designated Survivor ist es das klassische amerikanische Thema, wie bei 24. Ich meine, erst war Thomas Kirkman, also der Hauptdarsteller Kiefer Sutherland, war Jack Bauer in 24, der Mutter aller Terrorserien. Und auch da war das gleiche Thema wie bei Designated Survivor. Amerika ist der größte Feind von Amerika. Es geht immer darum, dass bestimmte Machteliten andere Machteliten ablösen wollen. Und sozusagen, wir haben das richtige Bild für Amerika. Und da ist diese Idee von America First oder wie Amerika sich zu entwickeln hat, tief eingegraben. Und das haben wir bei deutschen Serien nicht, wohingegen Hinterfing, letzter Satz dazu, eine tolle Serie ist, die das Thema der Amigo-Affäre darstellt. Weil Franz Josef Strauß war alles andere als glamourös. Der war ein sehr hemdsärmlicher bayerischer Charakter, urbayerischer Charakter, der auch so geredet hat, sich inszeniert hat, sich gezeigt hat. Und der Bürgermeister von Hinterfing ist es auf der einen Seite, die zeigen die Amigo-Affäre, aber es wird Crack genommen, ja. Es geht um Kinderpornografie. Es geht um ganz viele Themen, auch aktuelle Themen der Zeit, die dann in dieses Amigo, in dieses ländliche, provinzielle hineingepackt wird und gezeigt wird, wow, was eine Backwood-Horror-Serie. Das Land ist viel, viel schlimmer, als die Hauptstadt jemals sein kann. Hm. Herr Abel, was macht denn das mit Ihnen, wenn Sie das sehen? Weil ich kann das jetzt aus der Perspektive der Journalistin nur sagen, es ist ja auch immer eine sehr ehrgeizige, meistens junge, weibliche Journalistin irgendwie mit beteiligt. Das ist bei House of Cards so, das ist bei Borgen so, das ist auch bei Marseille so, die französische Serie mit Gérard Depardieu. Da kann ich immer nur sagen, ja, das ist ja alles ganz hübsch, aber solche Journalistinnen gibt es wahrscheinlich irgendwie überhaupt nicht oder sind halt zusammengestückelt oder wenn, dann sind es die absoluten Ausnahmen. Und wahrscheinlich geht es Ihnen ja so, wenn Sie das sehen, auch so, dass das ja für Sie eigentlich keine reelle Serie ist, aber trotzdem ärgert es einen ja doch ein bisschen, dass das so dargestellt wird, oder? Dass das auch solche Folgen dann hat, oder? Ja, ich fand vorhin vor allem die zweite Frage interessant, nämlich die Frage, inwiefern man jetzt kritischer geworden ist durch solche Serien. Ich selber bin es jetzt durch die Serie nicht geworden, weil jeder, der politisch aktiv ist, weiß, dass Politikerinnen und Politiker niemals solche Abbildungen ihrer selbst sind wie in den entsprechenden Serien. Natürlich arbeiten die mit Überspitzung, natürlich geht es da auch darum, in möglichst 40 Minuten plus Werbeblöcke ein gewisses Bild rüberzubringen. Und da kann ich nicht so in die Tiefe gehen, zumal ich ja den Zuschauer, die Zuschauerin in den ersten 1-2 Folgen anfixen muss, damit sie dann in Zukunft dranbleibt. Von daher gehe ich aus Sicht des Politikers mit einer gewissen Lockerheit daran, weil es für mich eindeutig Fiktion ist, auch weil dadurch, dass man im Politikgeschäft mit drin ist, man doch schon sieht, was Hollywood ist, was Geschichtsschreibung ist und was dann tatsächlich auf Realität basiert. Letzteres leider nicht viel. Das macht mich da natürlich ein Stück weit entspannter. Ganz anders ist jedoch die Seite, was macht es mit der Bevölkerung, was macht es mit den Zuseherinnen? Und ich glaube, da war die wahrscheinlich bei Ihnen jetzt auch. Er ist doch wieder eingefroren, Herr Abel. Ja, wir haben ihn verloren. Ich fürchte, Markus, du musst doch wieder übernehmen, beziehungsweise müssten wir dann eine andere Frage vorziehen. Also das Moment des kritischer werden durch Politikserien, da würde mich interessieren bei den Zuhörerinnen, was die nur das angeklickt haben, warum sie und in welcher Hinsicht sie vor allem kritischer geworden sind. Sind sie kritischer geworden, weil bestimmte Perspektiven auf Politikerinnen bestätigt worden sind? Oder sind sie kritischer geworden gegenüber den Serienmacherinnen,
in der Inszenierung von Politik? Also was heißt kritischer geworden sein? Das würde mich sehr interessieren, um das nochmal aufzugreifen und vielleicht den zweiten Punkt in dem kritischer werden. Ah, da ist ja Abel wieder. Kritischer werden ist ein Stichwort. Ich habe wieder ergänzt. Ich hoffe, Sie können mich wieder hören. Wir haben Sie wieder. Hallo, Herr Abel. Prima, genau. Es ging ja doch um die Verschiebung, was ist Realität, was ist die Wahrnehmung bzw. die Inszenierung. Genau. Ich hoffe, Sie können mich jetzt hören. Ich bin jetzt übers Telefon drin. Ja, das ist gut. Es ist ein bisschen dumpfer, aber ich glaube, die Qualität reicht aus, dass wir das machen können, auf jeden Fall. Sehr gut. Alles klar. Genau. Wenn Sie da nochmal anknüpfen möchten, inwieweit Sie das doch manchmal ärgert oder beziehungsweise Sie denken, dass das eine Beeinflussung ist in der Wahrnehmung. Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, für mich als politisch aktiven Menschen macht das jetzt relativ wenig, aber man sieht doch ganz eindeutig, unsere kleine nicht repräsentative Umfrage hat es ebenso gezeigt, wie gewisse andere Umfragen, dass man doch ein Stück weit kritischer wird im Umgang mit Politik, womit ich mir schwer tue. Und das habe ich jetzt nicht nur in der Vorbereitung zum heutigen Termin, sondern auch schon in den letzten Monaten, gerade als der US-Wahlkampf auf vollen Touren war, ist, inwiefern diese Kritik gegenüber Politik jetzt maßgeblich durch solche Serien beeinflusst wird oder auch durch das ganze politische Klima, das mit quasi zeitgleich mit dem Aufkommen dieser Politikserien sich doch nochmal sehr Richtung Showbusiness verschoben hat. Ich glaube, das Phänomen Trump wäre nicht zu erklären, Herr Professor Kleiner hat es schon gesagt, in einer medialen Situation wie in Deutschland. Aber es hat definitiv stattgefunden und ich bin mir nicht mehr sicher, von welcher Politserie es war. Ich glaube, es war einer der Drehbuchautoren von House of Cards, der mal in einer Late Show im amerikanischen Fernsehen gesagt hat, sie haben teilweise Drehbücher geschrieben, waren sich nicht sicher, ob sie es denn tatsächlich umsetzen können oder ob es zu abgedreht ist. Und dann passiert auf einmal das, dass die Politik verrückter ist als das reale Leben, sodass man, glaube ich, schon auseinanderhalten muss. Inwiefern ist diese Kritik oder dieses kritische Bewusstsein gegenüber politisch Handelnden tatsächlich auf solche Serien zurückzuführen oder inwiefern ist die Politik auch selber ein Stück weit verantwortlich, weil sie, glaube ich, in einem gegenseitigen Überbietungswettkampf mit den DrehbuchautorInnen dafür gesorgt hat, dass sie selber teilweise immer skurriler wird. Und ich glaube, die USA sind da das Paradebeispiel, aber auch wenn man anguckt, was um den Brexit herum im Vereinigten Königreich war, hatte das sehr viel mit Seifenoper zu tun und relativ wenig mit dem, was gemeinhin als verantwortungsvolle Regierungsführung betrachtet wird. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und den Punkt haben wir auch immer wieder in unseren Diskussionen. Der Herr Kleiner und ich hatten jetzt gerade auch zu diesem Themenkomplex Netflix schon einige Diskussionen, die unter anderem auch auf YouTube nachzuschauen sind. Und da ging es auch immer wieder um den Punkt Medienbildung. Also das heißt, dass man ja auch so ein bisschen den Abstand haben sollte oder die Bildung, dass man das auch ein bisschen einordnen kann oder sich dann einfach auch mal hinsetzt und sagt, okay, man macht das vielleicht auch mal in der Schule oder so. Jetzt kam hier ein sehr, sehr guter Hinweis aus dem Chat. Halten Sie es für angemessen, einen Disclaimer vor den Folgen einzublenden und darauf hinzuweisen, dass die Serie fiktional ist oder dass man einfach schauen muss, welche Realität da abgebildet ist. Markus Kleiner, ist das ein gangbarer Weg oder? Also das ist eine total spannende Idee. Ich würde aber sagen, dass eigentlich in der Bewusstheit, im Konsum von fiktionalen Stoffen schon enthalten sein muss, dass es um Zuspitzungen geht, dass es um Inszenierungswerte, um Unterhaltung geht und so weiter. Wenn man eine Politserie für die Realität und die Repräsentation der Realität hält, dann hat man persönlich ein Problem. Weil dann ist sozusagen, das ist nicht negativ gemeint, sondern muss man sagen, okay, woher kommt es, dass ich glaube, dass das, was fiktional ist und ich sehe,
die Realität ist. Es kann realitätskritisch sein, es kann uns helfen, Wirklichkeit anders zu betrachten oder vielleicht differenzierter oder vereinfachter zu betrachten, was auch immer. Aber es darf nicht für die Realität genommen werden. Insofern wäre so ein Disclaimer, also das kann man machen, das ist, aber also da fängt das Problem an. Und ich glaube aber, ein generelles Problem ist, und das möchte ich jetzt auch nicht negativ unterstellen, ist, dass der Großteil der Bevölkerung Politik aus den Medien kennt. Also aus Berichterstattungen, aus Nachrichtenmedien, aus politischen Talkshows und so weiter. Wenn man sagt, ich gehe zur Bundestagswahl, und welche Bürgerin würde wirklich sagen, ich habe alle Parteiprogramme gelesen und nicht nur die der Partei, die ich wählen möchte. Ich habe sie alle gelesen und ich habe mich mit den Spitzenkandidatinnen auseinandergesetzt und ich habe mich in meinem Landkreis und so weiter, habe ich mich da, was machen die denn da, ja? Und wenn ich das nicht habe, dann gehe ich auf Trigger hin, die mir gefällt mir vom Gesicht her, oh, das Statement gefällt mir, habe ich in meiner Talkshow gesehen und ich überspitze das natürlich. Aber man geht eben nach Geschmacksurteilen und nicht nach einer politischen Urteilskraft. Und das ist etwas, was natürlich verstärkt wird durch Politserien, die immer nur auf Herztöne und Persönlichkeiten gehen. Aber Politik ist vor allem Inhalt. Ja? Und da geht die Autorität von der Sache aus und nicht von den Personen, die die Sachen kommunizieren. Die können stark sein, die können überzeugend sein, die können eine Haltung haben und so weiter. Aber entscheidend ist der Inhalt der Politik und nicht diejenigen, die die Politik sozusagen personifiziert nach außen tragen. Mhm. Herr Abel, ja genau. Wollen Sie direkt darauf eingehen? Der Ton ist aus, Herr Abel. Herr Abel, können Sie bitte Ihr Mikro anschalten? Jetzt sollte es aber funktionieren. Entschuldigung, das war jetzt ein Stück, müssten Sie, glaube ich, nochmal wiederholen, bitte. Überhaupt kein Problem. Man sieht es aktuell sehr schön, was Sie, Herr Kleiner, gerade erwähnt haben, bei der Frage, wie es denn in Deutschland nach der Bundestagswahl weitergeht. In sämtlichen Umfragen, wenn wir uns darüber unterhalten, wer jetzt Spitzenkandidat der Union werden soll, geht es in erster Linie darum, wie ist die mediale Wirkung der Leute? Wer macht sich denn die Mühe, sich anzuschauen, wo jetzt ein Armin Laschet verglichen mit einem Markus Söder bei den Inhalten steht? Das ist Arbeit. Das kriege ich auch in politischen Talkshows nie wirklich rüber, weil auch die ja wirklich ein Format der Inszenierung sind. Also ist die Frage, die sich in den Köpfen des Zuschauers bzw. des Wählers stellt, welche dieser Personen kann ich mir in einer gewissen Situation vorstellen? Zum Beispiel bei einem EU-Gipfel, wenn es um Schuldenschnitte geht oder um Covid-Reaktionen, der bis morgens um 4 geht. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Dann will ich da jemanden haben, der da zumindest objektiv für den Zuseher, für den Wähler durchgreifen kann. Insofern ist Politik auch bei uns schon ein Stück weit Inszenierung geworden. Aber, Sie haben sie ganz richtig erwähnt, Politik sind Inhalte. Und wenn ich mir die Breite des Politikbetriebs in Deutschland anschaue, dann sehe ich halt viel Provinzielles. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Ich bin selber ein Landei. Aber wenn ich mir anschaue, wie dann in Ortsverbänden, in Kreisverbänden, in Kreisräten Politik gemacht wird, dann hat es halt relativ wenig mit Inszenierung zu tun. Dann hat es auch wenig damit zu tun, ein Schwarz-Weiß-Bild aufzuziehen mit einer klaren Pro- und einer klaren Kontra-Seite, wie es jetzt zum Beispiel bei House of Cards mit dem Majority Whip im Repräsentantenhaus ja geradezu repräsentiert wird. Die Realität ist zumindest in Deutschland eine sehr viel andere, eine sehr viel auf Kompromiss- und Konsens ausgelegte Kultur. Und ich glaube, auch innerhalb dieser Kultur müssen wir sehr aufpassen, dass in der medialen Darstellung dieser Aspekt nicht zu kurz kommt. Weil sonst vergleichen wir zwei Politiksysteme miteinander, die nicht wirklich kompatibel sind und stellen auch an Politiker sehr einseitige Forderungen, die jetzt mit dem Berufsbild, das sie tatsächlich ausüben müssen, nichts zu tun haben. Und das heißt im Endeffekt, wir laufen Gefahr, Menschen zu wählen, die am ehesten sich mit unseren Helden und Anti-Helden identifizieren können, die aber jetzt relativ wenig drauf haben, was den aktuellen Job betrifft. Mhm. Herr Abel, wie sieht es denn aus? Also Sie haben ja im Moment eine ganz spannende Situation. Also auf der einen Seite haben Sie so viele Medienkanäle wie nie zuvor, um Ihre Botschaften rüberzubringen.
Aber auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch Teil dieser medialen Inszenierung sein und sich dann natürlich auch wahrscheinlich fragen, wie viel Inhalt, wie viel Abbild oder Image sozusagen will ich schaffen? Was macht das mit Ihnen auch? Das ist ja auch wahrscheinlich auch gar nicht einfach in der täglichen Arbeit. Na, ich habe den großen Vorteil aktuell noch, dass ich als Landesvorsitzender der Jugendliberalen natürlich nie in dem gleichen medialen Kreuzfeuer stehe wie Abgeordnete auf Bundes- oder Landesebene oder gar Minister- oder Regierungsbeamte. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich in einer Gesellschaft, in der Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, und wir reden hier nicht nur von PolitikerInnen, sondern auch von SchauspielerInnen, Corona hat es gezeigt, sogar von in der Wissenschaft tätigen Menschen, die sich auf einmal nicht nur durch ihre Arbeit, durch ihre Position, durch ihre Meinung profilieren können, sondern es gleichzeitig noch auf einer medialen Ebene tun müssen. Das kann natürlich für viele eine Chance sein, die andernfalls kein Gehör bekommen. Ich erlebe es aber so, gerade wenn ich mir auch mal anschaue, Politiker aller Parteien, nicht nur im liberalen Milieu, da wird es zusehends auch zur Belastung, weil man natürlich sich immer überlegen muss, wie kriege ich jetzt meine Marke ideal kommuniziert? Und ich würde schon sagen, dass wenn ich mir mal anschaue, wem ich politisch denn so folge, auf Instagram, auf Facebook, auf Snapchat und wie sie alle heißen, dass da dann doch schon manchmal deutlich rüberkommt, gewisse Dinge sind jetzt irgendwie da, um ein gewisses Image von sich zu kultivieren. Das kann manchmal durchaus zielführend sein, wenn es darum geht, seine politische Botschaft rüberzubringen. Man läuft halt relativ schnell Gefahr, dass man in so einen Überbietungswettbewerb reinkommt, wo das lauteste Wort zählt und wo dann natürlich die inhaltliche Ebene leider ein bisschen drunter leidet. Markus, du beobachtest das ja als Wissenschaftler, als Medienexperte. Kannst du das nachvollziehen? Und wie siehst du da auch den Einfluss der Politserien? Weil das ist ja auch heute unser Thema. Ja, es geht vor allem um Reduktion von Komplexität. Also beim letzten Bundestagswahlkampf Herr Lindner dastehen muss, da muss Herr Lindner alles auf sich vereinen. Also da muss er sozusagen die Partei repräsentieren in jedem Funken. Dass er die Partei nicht repräsentiert in jedem Funken, ist auch klar. Aber man muss sagen, das ist halt die dynamische neue Kraft für. Und dann müssen die Kampagnen gemacht werden. Es waren unglaubliche Kampagnen, die gezogen worden sind. Auch ästhetisch hochwertig aufgereitet sind. Und dann immer wichtig, wie weit ist das Hemd auf? Ich dachte manchmal, ist es Richard David Brecht oder ist es Herr Lindner? Wo knöpfen Sie denn? Und hört es irgendwann auf? Natürlich Spaß, aber diese Ästhetik der Inszenierung ist wahnsinnig wichtig für die Ausbildung von auch Politikerinnenmarken. Weil es sind auch eben Marken, es sind Images, die verkauft werden müssen für die Inhalte, damit Leute Aufmerksamkeit spenden. Man wird halt im medialen Wald umringt von allen, die Aufmerksamkeit von dir wollen. Ich muss Dinge tun, die einen Unterschied machen, damit man sich mit mir auseinandersetzt. Und das ist das Problem, dass Politikerinnen, vor allem an der Entwicklung der politischen Talkshow in Deutschland, dass es immer mehr halt zu einem Inszenierungswert der Person oder der Ästhetik hingeht, also der medialen Darstellung von Politik, und stärker weggeht von der Realpolitik oder von Darstellung von Realpolitik. Und das ist das Problem, was ich sehe. Wenn das Image und das Marke sein, die Politik verdrängt oder überdeterminiert, dann ist das ein großes Problem, auch für die Demokratie, weil wir dann sozusagen sehr einfach denken, was ein demokratischer Prozess ist, was ein Entscheidungsprozess ist, wie wir uns auch einbringen können. Ich meine, das sehen wir aktuell sehr stark bei den sogenannten Querdenkerinnen-Demos, ja, wo es reicht zu schreien. Das haben wir bei Pegida gesehen. Es reicht ein Slogan zu schreiben. Ich habe ja bei der Buchmesse vor dem Antarius Verlag gestanden und da wurde geschrien, wo wart ihr und so weiter. Und man kann schnell mitschreien, aber das hat nichts mit politischer Bildung zu tun, mit einer politischen Haltung zu tun und so weiter. Und diese Kluft wird zunehmen noch in den nächsten Jahren. Das ist das, was ich sozusagen kritisch wahrnehme, dass wir mehr Kluft erzeugen und einfach mehr sagen kann, okay, wenn ich politisch aktiv sein will, dann muss ich halt grölen und ich muss es unterkomplex machen und ich muss es irgendwie reduzieren in der Komplexität und dann funktioniert es. Mhm.
Wir bekommen hier gerade im Chat einen sehr spannenden Hinweis. Minister kommen und gehen, die Beamten bleiben. Und mehrfach wurde jetzt auch schon auf die britische Serie hingewiesen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne sie nicht. Yes, Minister. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden das kennen. Muss wohl auch ein bisschen humorvoller sein, kann das sein? Yes, Prime Minister. Eher zynisch, eher so ein bisschen humorvoller. Wäre das ein besserer Weg oder ja, auch mal ein bisschen mehr diese Beamten, ja, den Apparat im Hintergrund ein bisschen mehr zu beleuchten, Herr Abel? Also ich finde, es gibt durchaus erste Versuche, einen solchen Ansatz zu wählen. Und ich finde, Borgen ist deswegen ein ganz gutes Beispiel, weil Borgen probiert, so einen Dreiklang hinzukriegen. Auf der einen Seite die Politik mit der sehr idealistischen, aber auch menschlich dargestellten Birgitte Nyborg-Christensen. Auf der anderen Seite der Journalismus mit der jungen Journalistin, deren Name mir gerade leider entfallen ist. Christine, halt, irgendwie, ne? Ja. Ja, irgendwie ein schöner dänischer Name. Die halt wirklich sehr idealistisch auch an die Sache rangeht und die da so ein bisschen einen Gegenpol bildet. Aber auf der anderen Seite auch das BIN-Doktor Kaspar Juhl, der halt so ein bisschen die Perspektive des Beamten reinbringt. Natürlich ist er auch Teil des politischen Gefüges, aber die ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiter, Beamten, die im Hintergrund wirklich einen Großteil der Arbeit machen, die finden ansonsten in politischen Serien nicht statt. Ich weiß nicht, ob ich jemals in der Folge House of Cards gesehen habe, dass da ein Büromitarbeiter oder eine Büromitarbeiterin dabei ist, oder irgendjemand, der oder die inhaltlich was ausarbeitet, das kommt nicht vor. Warum kommt es nicht vor? Ich glaube, ein Stück weit stimmen wir alle natürlich mit den Füßen ab. Einzelne Konzepte, wie jetzt zum Beispiel Jetminister, die können das mal aufgreifen, können sich in einer Nische positionieren, wo sie tatsächlich auch diesen Teil des Politikgeschäfts zeigen. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt mal auch bei den Zuschauern und Zuschauerinnen hier umhören, die wenigsten werden das gesehen haben. Hingegen Serien wie House of Cards oder auch Designated Survivor mit starken Hauptcharakteren, meistens Charakteren, mit einem hohen Actionanteil, das ist dann im Endeffekt doch das, was wir auf Netflix raussuchen. Und wir stimmen da schon ein Stück weit als Konsumenten und Konsumentinnen mit unseren Füßen ab. Und da entscheiden wir uns ganz bewusst für die actiongeladene Variante. Wir machen das übrigens auch in der Politik selber. In der Politik selber wählen wir auf den Listen selten diejenigen, die die Partei über Jahre und Jahrzehnte inhaltlich voranbringen oder die, die jetzt absolute Fachexperten sind, sondern wir wählen diejenigen, die hoffentlich fast genauso gut Ahnung haben, aber leidenschaftlich rüberbringen. Und das sehen wir genau auch bei Netflix, das sehen wir auch bei Serien, die nicht auf Streaming-Sendern laufen. Wir entscheiden uns als Konsumentinnen und Konsumenten in aller Regel für das, was uns Spaß macht, was uns Kurzweile bereitet. Und das ist in der Regel nicht der Beamtenapparat dahinter, wobei der fast interessanter wäre, wenn man sich mit Politik wirklich auseinandersetzt. Ja, wollte ich sagen. Ne? Zieht es denn, Herr Abel, etwas in die Richtung dann auch den Nachwuchs an, dass der ein falsches Bild von der Politik bekommt? Oder wie ist da so Ihre Wahrnehmung? Weil Sie sind ja bei den jungen Liberalen eben auch nah dran an den Leuten, die jetzt nachkommen, die ja über Social Media auch sehr viel Informationen bekommen und so weiter, aber eben auch viel über die Netflix-Serien geprägt werden dürften. Oder schauen die sowas gar nicht? Oder was kommt Ihnen da entgegen sozusagen? Wie sind so die Erwartungen? Also mir fehlt jetzt natürlich ein Stück weit der Vergleich zu, wie es früher war. Denn seit ich politisch aktiv bin, ist House of Cards, ist Netflix ein steter Begleiter. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Erwartungshaltung an Politik ja schon relativ kongruent ist mit dem, was in den Serien dargestellt wird. Man erwartet einen gewissen Glamour, sei das jetzt, was das Politikerleben selber betrifft, zum Beispiel, dass man natürlich erster Klasse zum Parlament und wieder zurückfliegt, wobei es das ja in Deutschland fast gar nicht mehr gibt. Man erwartet, dass Politiker schon so in einer anderen Sphäre leben, abseits der Realität.
Und ich muss ehrlich sagen, als ich damals frisch mich politisch engagiert habe, 2014 rum, da war ich auch überrascht, dass man relativ schnell Mitglieder des Bundestags duzt, dass die einem auf Mails antworten, dass die im Gespräch ganz locker sind. Das sind alles Aspekte, die diese Serie nicht transportieren. Was dort transportiert wird, ist natürlich das Bild des Politikers, der Politikerin als jener Person, die an den Hebeln der Macht sitzt, die auch ein bisschen den Kontakt zum einfachen Volk verloren hat. Und diese Gefahr sehe ich schon und die sehe ich auch, wenn jetzt Leute neu zu den jungen Liberalen kommen, bei unseren diversen Veranstaltungen, gerade im virtuellen Bereich, dann so wie ich damals auch verwundert sind, dass Politik doch viel nahbarer ist als in Hollywood-Serien dargestellt. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, egal welcher politischen Couleur wir angehören, dass wir diesen Glauben ein Stück weit überwinden, dass wir zeigen, dass Politik vom Mitmachen lebt und dass Politiker keine eigene Kaste sind für sich, die den Bezug zur Realität verloren hat und die in einer Hollywood-Welt lebt, sondern dass Politiker und Politikerinnen aus dem wahren Leben kommen, dass es Menschen sind mit einem Fulltime-Job, bevor sie in die Politik gehen, Menschen, die auch Familie, Partnerschaft, Politik unter einen Hut bringen müssen. Und das ist, glaube ich, aus demokratietheoretischer Sicht eine der großen Herausforderungen, vor die uns solche Serien auch stellen. Ja, vor dem Hintergrund fand ich es ja ganz schlimm, dass ich gesehen habe, dass Brigitte Nürburgring sich dann ja auch scheiden lässt, dass also auch die idealistische Partnerschaft, die da am Anfang gezeigt wird, dass das auch nicht überlebt hat, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt so hoffnungsfroh. Markus Kleiner, wäre denn, das kam auch jetzt noch hier im Chat, Humor eine bessere Art, da einen Zugang zu schaffen oder da eine Offenheit hinzubekommen? Okay, ich dachte schon, du wolltest mich auf Optimismus ansprechen. Das ist ja nun nicht mein Kerngeschäft. Also, nochmal zwei Punkte noch zu dem, was Herr Abel gesagt hat. Das fand ich ganz spannend. Ich glaube, dass wir Politikserien, wie wir sie kennen, die erfolgreichen auch über Scandal, Marseille, House of Cards oder was auch immer Hinterfingen sprechen, sind dafür da, innerpsychische Entwicklungen vielleicht ein bisschen näher gebracht zu bekommen. Was macht es mit Menschen, wenn sie machthungrig sind? Wenn sie an die Macht wollen, wie verändert sie das? Wie geht es mit ihrem sozialen Umfeld hin? Grete Nyborg ist geschieden. Ja, aber, und das ist auch etwas, Frauen in Politikserien wie Claire Underwood werden krank. Ja, und dann kommen sie wieder. Aber Politik macht Frauen krank, ist ein Bild davon. Was ist das denn? Also wir haben Brigitte Nyborg bekommt auch Brustkrebs. Ne? Ja, genau. Sie wird krank. Ja, genau. Und das ist sozusagen sehr interessant. Was passiert da? Das ist das Innerpsychische. Ich glaube, dass wir in Deutschland eine gute Tradition der politischen Satire haben. Und wie wichtig politische Satire geworden ist, haben wir nicht nur bei Böhmermann gesehen, sondern bei vielen anderen auch, bei Herrn Schröder und so weiter. Wo wir auf immer wieder Kabarettisten, Satirikerinnen den Nerv der politischen Zeit treffen und Themen herausnehmen, die ins Eingemachte gehen, aber auf eben einer humorbasierten, klugen Art. Und ich glaube eher, dass dieses humoreske Moment oder diese Satire, die Ironie, die eher sozusagen in der politischen Satire aufgehoben ist und weniger in der Serie, wo es dann doch dann eher um ein Lustigmachen, ein Verlachen und so weiter geht. Ich finde, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, nicht wissenschaftlich, unglaublich viel Polit-Satire bieten auch Herr Kühnert und Herr Amthor. Unfreiwillig manchmal. Und das ist sozusagen etwas, ja, und das ist dann mir etwas so, wow, also, weil dann wird ja der Weg in die neuen Medien gewählt und sich selbst inszeniert, aber relativ altbacken, so, ja. Und ich fände es total interessant, wenn Herr Abel oder auch Frau Riedel, mit der wir letztes Mal gesprochen haben, wenn diese jungen Leute, ich meine, ich bin ein alter Mann mit 47, ich bin raus aus dem Spiel von Jung und was die jungen Leute bewegt, aber wenn dazu mal eine Serie kommen wird, was das heißt, heute sich politisch zu engagieren als junger oder jüngerer Mensch, der sagt, ich bin begeistert von Politik, ich möchte mitmachen, ich möchte mitgestalten, ich möchte da reingehen. Wenn das
auf einer Streaming-Plattform laufen würde, das könnte extrem erfolgreich sein. Oder bei YouTube laufen würde, als eine Webserie, das könnte großartig sein, ja. Und es könnte viel besser sein als die, nein, das haben wir ja bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr war ja lange vor der Politik dabei und hat Werbung gemacht. Guck mal, so sieht's aus bei uns. Das sind die Arbeitsabläufe, so nett sind wir. Das gibt's ja, diese YouTube-Serie zur Bundeswehr, ja, die versucht haben, eben eine junge Zielgruppe zu erreichen, etc. Bei der Politik gibt's das so nicht. Das fände ich äußerst spannend zu sagen, wie ist denn da der Prozess? Und nicht nur bei etablierten Politikerinnen, wo man eh schon ungefähr weiß oder denkt zu wissen, wie es ist. Das fände ich sehr bereichernd, das fände ich sehr spannend. Aber vor allem die Arbeitsteilung Serie macht das Innerpsychologische einer Persönlichkeit, einer Entwicklung einer Persönlichkeit, und die politische Satire übernimmt die satirische Kritik und Betrachtung von Politik. Und da sind wir in Deutschland, das hatten wir schon vor dem Nationalsozialismus in der Weimarer Republik, eine sehr starke Stimme der politischen Satire, die dann mundtot oder auch wirklich real getötet worden ist durch die Nationalsozialisten und ist dann wieder erstärkt in Deutschland, spätestens ab den 1960er Jahren. Herr Abel, was glauben Sie oder was könnten Sie sich vorstellen, wäre so ein Format, was diesen deutschen Betrieb vielleicht doch mal ein bisschen mehr sichtbar macht und trotzdem attraktiv sein kann. Haben Sie da etwas, was Sie sich wünschen würden? Also ich glaube, um die Frage von gerade eben beziehungsweise im Vorschlag auch nochmal aufzugreifen, solche satirische, humoristischen Konzepte, die können durchaus funktionieren. Also man merkt auch gerade in erwachsenen Medienkulturen wie in den Vereinigten Staaten, wo ich eine sehr starke Polarisierung auch habe, dass sehr viele Menschen ihren Informationsbedarf tatsächlich aus satirischen Formaten wie der Daily Show, Late Show with Stephen Colbert etc. decken, weil dort auch, ich denke auch an Last Week Tonight mit John Oliver, weil dort wirklich auch mit einem journalistischen Anspruch Satire gemacht wird. Das ist was, bei allen guten Ansätzen, die wir in Deutschland haben, das ist ein bisschen kurz gekommen. Da ist Böhmermann eine Zeit lang auf einem guten Weg gewesen, da auch in diese Richtung zu gehen. Das fehlt mir zum Beispiel auch bei der Heute-Show ein bisschen, dass hier wirklich auch investigativ Journalismus dahinter steckt. Aber das wird durchaus gemacht. Und wenn ich mir mal anschaue, wie die Einschaltquoten dort sind, die waren hoch. Und das Paradoxe ist, je verrückter die politische Situation wird, je größer die Polarisierung in einem Land, gerade auch in den USA im Wahlkampf war, desto besser sind solche Formate gelaufen, weil sie halt den ganzen Politikbetrieb nochmal von einer anderen Seite, und zwar eigentlich von einer unparteiischen Seite betrachten. Natürlich haben die Macher da auch eine politische Agenda und die kommt auch relativ deutlich rüber, aber sie werden halt nicht als Akteure des Politikgeschehens wahrgenommen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für die einfacher, hier die Message rüberzubringen. Wie könnte das Ganze in Deutschland aussehen? Ich glaube, Deutschland hat im Medienbereich leider in den letzten Jahren nicht wirklich viel Innovatives herausgebracht, sondern wir haben sehr viele Formate, die in anderen Ländern gut gelaufen sind, dann mal kopiert und haben dann durchaus auch da gute Serien gemacht. Ein Format, das man kopieren könnte, meines Erachtens nach, weil es einfach halt auf die deutschen Gegebenheiten passt, wäre so etwas wie Borgen. Eben weil, wie bereits vorhin erwähnt, es eine der wenigen Politserien ist, wo ich nicht diese eine Person im Fokus habe, an der alles hängt, weil ich die Politik eingebettet habe in ein komplettes Ökosystem aus Medien, aus Parteien, aus NGOs, was, glaube ich, in Deutschland auch in der medialen Wahrnehmung eine viel stärkere Rolle spielt als dort, wo die meisten anderen Serien herkommen. Das heißt, wenn wir das deutsche Politikgeschehen abbilden wollen, dann müssen wir es einerseits hier und jetzt verankern. Wir müssen schauen, dass wir nicht primär Politiker als die einzigen Personen mit reinbringen, sondern Politiker und Politikerinnen als Teil eines kompletten Machtapparats, mit Beamten, Beamtinnen, mit Medienvertretern. Und ich glaube, wenn wir sowas hinkriegen, dann würden wir es auch schaffen, das mediale Geschehen, das politische Geschehen in diesem Land besser abzubilden. Nur, ich habe keine Ahnung, ob die Leute das sehen wollen. Also ich bin froh, dass ich nicht senderverantwortlicher bin und entscheiden muss, ob so eine Sendung produziert wird oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein Wagnis.
Und das ist eins, was ich an der Stelle noch sagen muss, wir tun uns in diesem Land auch ein bisschen schwer, uns zu Politik und zu politischer Gesinnung zu bekennen. Wenn ich mir Borgen anschaue, also jeder, der mal sich eine halbe Stunde vor Parlamentswahlen in Dänemark mit den dänischen Parteien auseinandergesetzt hat, weiß, welche dieser fiktiven Parteien welcher realen Partei entspricht. Okay. Bei House of Cards wissen wir von Anfang an, wer ist Demokrat, wer ist Republikaner. Ich glaube, wir tun uns in Deutschland schwer, die Realitäten so abzubilden, weil mit jeder Äußerung, mit jeder Darstellung, mit jedem Drehbuch, das ich schreibe, eine Partei besser als die andere dargestellt wird oder schlechter. Und Deutschland ist, was das betrifft, ein Land, wo sehr viel Zurückhaltung herrscht. Man hat neulich gesehen, als Paul van Dijk sich geäußert hat, dass er jetzt der FDP beigetreten ist, was das für Shitstorms in den sozialen Medien gegeben hat. Ich stelle mir jetzt nur mal vor, ein öffentlich-rechtlicher Sender, weil von den Privaten kommt da in Deutschland recht wenig, würde eine Serie produzieren, wo eine der im Bundestag vertretenen Parteien oder eine ihr angelehnte Partei im Mittelpunkt steht. Und wir hätten sofort wieder Diskussionen über Neutralität etc. Wir hätten Probleme vielleicht sogar bei den Schauspielern, da entsprechend Schauspieler zu finden, die sich dann auch damit abfinden, dass sie vielleicht mit einer politischen Ideologie verbunden werden. Und da ist man in anderen Ländern deutlich lockerer, als man es hier in Deutschland ist. Mhm. Ja, das ist spannend, dass Sie das auch sagen. Wer weiß, ob die Leute das sehen wollen würden. Wir haben da mal was vorbereitet und würden tatsächlich auch den Programmverantwortlichen jetzt vielleicht mal eine kleine Entscheidungshilfe an die Hand geben. Frau Kögler, wenn Sie so nett wären und die Umfrage bereitstellen würden, das wäre ganz toll. Und zwar möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie sich mehr Politserien auch im deutschen Fernsehen wünschen würden oder sogar als deutsches Online-Format. Und ja, ob das eher so spannend wäre oder eher nicht oder eher eine Form von Dokumentation haben sollte oder ob Sie sagen, das funktioniert in Deutschland auf gar keinen Fall. Stimmen Sie jetzt für uns mit ab, da würden wir uns sehr freuen. Ich glaube, so mancher Medienmacher vielleicht auch. Sehr spannend, okay. Geben Sie gerne noch Ihre Stimme ab, ob Sie hier in Deutschland auch gerne Politserien sehen möchten und eben auch speziell mit einem deutschen Plot auf jeden Fall, das ist damit gemeint. Genau. Doch, also die Tendenz ist, glaube ich, schon absehbar. Wir lassen es noch eine Minute offen und genau. Ja, also spannend und wichtig ist auch die Frage, ob das dann trotzdem heißen würde, dass man dann auch einschalten würde, weil tatsächlich das Abstimmen mit den Füßen ist ja doch ein Punkt. Aber auf jeden Fall, wir haben die Umfrage jetzt geschlossen, ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine spannende Tendenz. Vielen Dank fürs Mitmachen an alle Zuschauer, die da sich geäußert haben. Ja, da war ja jetzt auch ein Punkt drin. Ich bin immer wieder erstaunt, weil ich noch nicht ganz so lange Netflix-Zuschauerin bin, wie tolle Dokumentationen auch da zu finden sind. Und eine habe ich heute noch entdeckt, Frischer Wind im Kongress. Da geht es um die Alexandria. Jetzt helfen Sie mir nochmal, Herr Abel, mit dem Namen. Ocasio-Cortez. Genau, AOC. Ich kenne sie nämlich aus dem Twitter-Universum unter den Initialen AOC. Und da ist wirklich dargestellt, wie wirklich basisdemokratisch die Entwicklung war, wie sich die ganzen unabhängigen Leute zusammengetan haben, gesagt haben, da muss was passieren, wir möchten den Kongress anders bestücken. Und die Alexandria hat es ja auch geschafft und ist ja wahnsinnig charismatisch und hat inzwischen ja auch wirklich sehr, sehr gutes Ansehen. Sind Dokumentationen vielleicht für das deutsche Publikum ein besserer Zugang, Markus Kleiner?
Es kommt auf die Dokumentation an. Also Dokumentationen sind etwas, was in Deutschland immer gut funktioniert. Wir haben eine Tradition des Dokumentarfilms in Deutschland, die sehr beeindruckend ist und immer wieder halt eben auch investigativ vorgegangen ist. Ich würde das gar nicht so sehr an Dokumentationen legen, sondern es werden auch normale, also Serien, die im Fernsehen laufen. Wir haben in Deutschland zu verschiedensten Lebenswirklichkeiten investigative Journalistinnen, die unterwegs sind und arbeiten. Und ich glaube, dass Dokumentation nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in jedem Land gut funktioniert, wenn es darum geht, mal eine systematisch aufgearbeitete Story zu haben zu einem Thema mit journalistischen Mitteln. Wissenschaftlerinnen würden wieder anders herangehen und sozusagen die Thematik beantworten. Und ich glaube, je mehr Stimmen, je mehr Perspektiven man hat, desto vielfältiger wird die Meinung zu bestimmten politischen Themen, Phänomenen, Bewegungen und so weiter. Und ganz wichtig ist, und das darf man einfach nicht abgeben, Bildung hat sehr viel mit Medienbildung zu tun, aber Bildung geht nicht in Medienbildung auf. Das heißt, wenn ich mich bilden möchte und auch politisch bilden möchte, muss ich mich dafür entscheiden, als politisch Interessierter, als Bürgerin. Und wenn ich sage, nee, ich gebe die Verantwortung an Medienmacherinnen ab, und das ist jetzt keine Kritik der Medien, sondern ich gebe einfach die Verantwortung ab und lasse mich beliefern, und dann mache ich aus der Belieferung heraus, dann ist das so, was mag ich denn, Quadrochazioni oder lieber vegetarisch oder was auch immer, die Pizza, dann hat das nichts mit einer Entscheidung zu tun, die aus mir herauskommt, wo ich etwas will und wo ich etwas durchdenke und dann zu einem Ergebnis komme. Das ist Aufklärung, das ist Bildung, und die ist nicht alleine durch Medienkonsum herstellbar, ja, und das muss man wollen, und viele, wie ich es erlebe, wollen das nicht, sondern man ist sehr schnell bei Positionierungen, bei Haltungen, bei Schlagworten, oder man macht halt mit, das ist eben auch Deutschland, dass viele machen mit, weil bestimmte Personen vorschreien, vorreden, vorlaufen, vorsagen und so weiter, und das ist immer etwas, was mit dem autoritären Charakter in Deutschland zu tun hat, dass Autoritäten uns immer auch Devotion abnötigen und wir das durchaus als Deutsche auch wollen, uns etwas zu unterwerfen oder etwas zu, ne, ah, das passt mir, das gefällt mir, das ist interessant, eine tolle Persönlichkeit, und dann mache ich da mit. Sonst wären bestimmte auch demokratiefeindliche Bewegungen, die wir in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben, nicht so erfolgreich. Wären auch kurzfristig zum Glück erfolgreich gewesen, aber eben nicht so erfolgreich. Und das ist etwas, was mit dem autoritären Charakter der Deutschen zu tun hat, die ich immer sehr problematisch betrachte. Und dann haben wir ja mit der Tradition etwa der kritischen Theorie nach dem, vor allem auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann nochmal, eine Analyse des autoritären Charakters gehabt, die bis heute gültig ist. Also warum bestimmte Politikerinnen Einfluss haben auf Wählerinnen und wie sie sozusagen auch den Einfluss justieren können aus einer Machtperspektive heraus und dann manchmal auch demagogisch oder manipulativ einen politischen Prozess vorantreiben. Und dafür braucht man Bildung, um eben da Einhalt zu bieten, widerstehen zu können, Nein sagen zu können. Herr Abel, vielleicht abschließend, weil wir kommen auch so langsam zum Ende dieser spannenden Runde. Wenn wir Sie mal noch mal nach Ihrer Motivation fragen können und vielleicht, ja, was wäre Ihre Motivation als Serientitel? Das ist tatsächlich eine sehr kreative Frage. Also meine Motivation ist es, das Land in einem besseren Zustand irgendwann mal übergeben zu können, als ich es vorgefunden habe. Das Land, weil Sie bewerben sich ja auch tatsächlich um ein Bundestagsmandat auch noch. Also meinen Sie Baden-Württemberg oder das gesamte Land? Grundsätzlich Baden-Württemberg, Deutschland, Europa. Ich glaube, das, was einen in die Politik treibt, ist jetzt weniger irgendwie der Fokus auf eine Gebietskörperschaft, sondern man hat, glaube ich, schon den Anspruch, dass man das Leben für die Menschen in seinem Umfeld zum Besseren verändern will. Ob das jetzt auf einer lokalen Ebene ist, ob das im Bund ist oder auf noch größeren Ebenen. Die grundsätzliche Motivation ist, glaube ich, eine sehr ähnliche. Zumindest war es bei mir so, als ich 2014 dann wirklich aktiv geworden bin. Da hatte ich jetzt noch nicht im Kopf, ich will unbedingt in Berlin im Bundestag sitzen. Das ist dann was, da lernt man über Jahre seine Interessensgebiete auch selber noch mal besser kennen. Man beschäftigt sich mit der Materie und sieht dann, wo man am besten wirken kann, seiner Meinung nach. Was wir, glaube ich, auf jeden Fall berücksichtigen müssen bei der Frage auch gerade eben,
ob Dokumentation da ein möglicher Zugang sind. Wir müssen uns immer fragen, wen wollen wir erreichen? Und ich glaube, Menschen, die sich eine Politdokumentation anschauen, sind meistens Leute, die eh schon ein gewisses Interesse für die Politik haben. Zumindest ist es ganz häufig so, wenn ich mir auch Konzepte angucke, die gerade auf dem Öffentlich-Rechtlichen in einem schönen Turnus immer laufen, nach jeder Bundestagswahl, wo dann neue Abgeordnete mal begleitet werden und über einen gewissen Zeitraum geschaut wird, wie die dann funktionieren, wie die sich einleben. Das hat eine Zielgruppe, die an sich schon ein gewisses Bild von Politik hat und meistens nicht das Schlechteste. Wenn ich mir Netflix-Serien angucke, da reden wir halt ganz häufig von Leuten, die sich mit Politik jetzt nicht primär beschäftigen. Für die findet Politik statt, aber für die ist Politik kein essentieller Bestandteil des Lebens. Ob wir die mit Dokumentation erreichen, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen schon schauen, dass wir das Ganze in einem unterhaltsamen Rahmen machen, weil sonst wollen es die Leute nicht angucken. Und ich glaube auch, dass wir als Parteien, und in Deutschland sind wir in einer Parteiendemokratie, genau aus diesen Überlegungen auch was mitnehmen müssen bei der Frage, wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen. Denn wir leben in einem medialen Zeitalter. Die Menschen sind es gewohnt, dass verschiedenste Gestaltungen des Abends miteinander wetteifern. Und ich sehe, dass wir gerade in der Politik Land auf, Land ab Formate haben, die ihre Ursprünge halt irgendwann im 19. Jahrhundert in irgendwelchen Herrenrunden haben. Und gerade wenn es darum geht, junge Menschen, Frauen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund für die politische Teilhabe zu begeistern, was ein ganz essentieller Bestandteil ist, unsere Demokratie fortzuentwickeln, müssen wir schauen, dass wir auch die erreichen, dass wir neue Formate schaffen, wo Politik wirklich auch erfahren werden kann, wo auch ein gewisser Unterhaltungswert dabei ist. Und ich glaube, Parteien müssen da schon den Balanceakt schaffen, auf der einen Seite die Seriosität nicht komplett wegzulassen, wie es jetzt natürlich bei vielen dieser Serien ist, aber andererseits sich zu überlegen, dass es eben diese Serien sind, mit denen wir auch konkurrieren. Wir konkurrieren damit, wenn wir heute jetzt in dieser Veranstaltung zusammengeschaltet sind, weil jeder und jede hier in dem Call jetzt gerade auch in Netflix sein könnte. Und das müsste uns bewusst sein und da müssen wir schauen, dass wir die Generation von mir und die Nachfolgenden nicht an die Fiktion verlieren. Mhm. Gut, da bedanke ich mich ja schon mal für Ihre tollen Inhalte, Herr Kleiner, Herr Abel. Als letzte Frage, die drei Top-Tipps für den nächsten Lockdown, Politserien, nicht nur auf Netflix, vielleicht auch auf anderen Plattformen, vielleicht auch irgendwo vergraben in irgendeiner Mediathek oder in irgendeinem Online-Channel. Vielleicht haben Sie Ihre Top 3 für uns. Markus Kleiner? Nee, wir machen das arbeitsteilig. Jeder sagt eine. Ja, genau, dann geht es hin und her. Jeder sagt eins. Also ich finde, ich habe es gerade schon mal erwähnt, es kennt kaum jemand Hinderfing, die bayerischen Verhältnisse mit der Politik, mit der Lokalpolitik, das Amigo-Thema, kann ich sehr empfehlen. Vielleicht ist es schon rausgekommen, ich bin Borgen-Fan, kann es jedem nur wärmstens ans Herzen legen und vor allem liberal angehauchte Menschen werden sich freuen, dass Birgitte Nyborg-Christensen bei unserer dänischen Schwesterpartei angesiedelt ist. Mhm. So, jetzt kommt aber hier Platz 2 und 3. Das ist ja, also Platz 1 war ja vielleicht noch einfach, aber Platz 2 und 3? Jeder macht doch eins, Simone. Du darfst jetzt. Achso, nee, ich dachte, jeder. Nee. Jetzt bin ich dran mit der zweiten. Also, ich gehe mal voraus, nicht, dass Sie mir die Tipps wegklauen, Herr Kleiner. Auf Platz 2, okay. House of Cards, solange Frank Underwood noch dabei ist. Platz 3, Designated Survivor, aber nur die erste Staffel. Gut, okay. Jetzt noch einer. Komm, einer. Hau noch einen raus. Ich finde Scandal halt super, weil es darum um Krisenmanagement geht und politische Beraterinnen geht. Also ein Business, was auch extrem spannend ist, weil in Deutschland gibt es natürlich auch politische Beraterinnen und es gibt natürlich Krisenmanagement. Das ist ein Riesenthema, was wir dann meistens auch aus den Medien mitbekommen. Aber was dann sozusagen gesagt wird, wie es gesagt wird, warum es gesagt wird, was Ablaufpläne von Beratung sind, ist in Scandal ganz wunderbar dargestellt. Und da ich ja auch ein Fable
für Frankreich habe und ein Faible für kontroverse ältere Männer, ist natürlich Marseille eine wunderbare Serie, weil Gérard Depardieu, ein wirklich großartiger Schauspieler, diese Figur so kongenial spielt und so, ja, einen französischen Blick auf das Thema Macht und nicht loslassen können. Das kennen wir ja aus Frankreich, aus anderen Kontexten auch sehr gut und das macht er toll. Ja, genau. Und das sind auch nur 2 Staffeln, das hat man dann schnell mal in einem Abend durchgebinged. Das dann auch nicht gerade, aber an einem Wochenende, genau, zu schaffen. Genau, ich kann Ihnen noch The Politician ans Herz legen. Da geht es um einen jüngeren Nachwuchspolitiker, der sehr ehrgeizig ist und doch auch ein bisschen Portion Humor mitbringt, die ganze Serie. Und hier im Chat wurde noch Madam Secretary genannt. Das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal auf die Suche zu gehen und noch sich da so ein bisschen umzusehen. Denn ich glaube, wir haben in den nächsten Wochen leider da nochmal ein bisschen Zeit dafür. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre tollen Beiträge, die Diskutanten. Herzlichen Dank. Danke auch an die Friedrich-Naumann-Stiftung, Reinhold-Meyer-Stiftung für die tolle Abwicklung. Es gibt einen super Newsletter mit allen Veranstaltungen. Es lohnt sich, den zu abonnieren, damit man auf dem Laufenden ist für alle Veranstaltungen der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und für lange Abende empfehle ich Ihnen auch, oder es geht am Strand genauso gut, Streamland, das Buch von Markus Kleiner, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie gefährden. Und wie gesagt, wir haben dazu auch noch einige Talks, die Sie auch auf YouTube schauen können. Gut, es ist genau 7:45, Punktlandung. Ich entlasse Sie in einen schönen und hoffentlich erholsamen Abend und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke und tschüss. Schönen Abend, Wiederschauen. Danke, tschüss.